Hallo und herzlich willkommen zu meiner brandneuen Serie über Musikproduktion. In den nächsten 30 Tagen gebe ich dir viele wertvolle Tipps, wie du einen Song produzieren kannst. Aber jetzt mal zunächst die Frage, was ist das eigentlich Musikproduktion? Was unterscheidet Musikproduzenten jetzt von einem Mischer? Man muss ehrlich sagen, zu Home-Recording-Zeiten verschwimmt die Sache immer mehr. Aber früher war es eben so, dass der Mischer tatsächlich nur fürs Mischen zuständig war, also das Abmischen der Rohspuren und sonst nichts mehr gemacht hat. Und ein Musikproduzent arbeitet tatsächlich mit der Band im Studio. Das heißt, er hat auch Einfluss auf das Songwriting, auf das Arrangement. Er hat auch Einfluss darauf, welches Instrument benutzt wird, gibt Tipps und gibt dem Ganzen so insgesamt die Form, dass es wie aus einem Guss erscheint, der Song oder auch ein ganzes Album. Das, was ich dir in diesem ersten Teil zeigen möchte, ist die sogenannte Mix Preparation. Damit geht es los, die Mix Prep. Die teilt sich in drei Teile ein. Zum ersten ist das das Gain Staging. Wir stellen einfach sicher, dass die Eingangspegel von dem betreffenden Song nicht zu laut sind, damit wir gut damit arbeiten können. Dann ist es das Spurenmanagement. Also wir schauen uns die Rohspuren an, wir bringen sie in eine ordentliche Reihenfolge, färben sie ein, benennen sie. Und als drittes machen wir dann den sogenannten Rough Mix. Das heißt, ich mache eine rohe Mischung von dem Song und wir hören dann rein, um was es eigentlich geht bei dem Song, machen uns Notizen, was gefällt uns gut, was gefällt uns nicht gut und was können wir verbessern. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Serie über Musikproduktion und wünsche mir ganz viele Kommentare von dir, damit ich auch weiß, ob dir dieses Format gefällt und ob ich das in Zukunft weitermachen kann. Los geht's jetzt mit Teil Nummer 1, Mix Preparation. Okay, ich habe mir hier in Logic schon ein Projekt angelegt und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich gebe die BPM-Zahl ein. Es ist wichtig, die Geschwindigkeit zu haben, gerade wenn du später zum Beispiel irgendwelche Tempomanipulationen oder Bearbeitungen machen möchtest, damit das stimmt und damit du weißt, wo du bist. Auch zum Beispiel zum Marker setzen, ist nachher alles viel einfacher oder im Projekt zu navigieren. Also 93 BPM habe ich und jetzt brauche ich einfach nur die Spuren hier zu nehmen. Aus meinem Ordner, die mir die Band zugeschickt hat. Ich ziehe sie hier rein. Ich gehe auf neue Spuren erzeugen. Und schon habe ich die Spuren hier alle drin. Ja, du siehst, die haben also gleich einen Startpunkt. Das ist schon mal gut. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Das Erste, was ich jetzt mache, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist das Gain Staging. Das heißt, ich gucke, ob die Eingangspegel der Spuren eventuell ein bisschen zu laut sind und ob wir hier im Stereo Out oder man ist auch Master Fader, ob wir hier klippen. Das kann ich jetzt hier einfach mal visuell machen. Ich schaue, wo spielen die meisten Instrumente. Und in 90% der Fälle hast du einfach dieses Bild. Das heißt, wir klippen. Wir sind ein bisschen zu laut. Die Band hat einfach einige von den Spuren ein bisschen zu heiß aufgenommen. Und im Endeffekt klippen wir dann im Master Fader und das ist nicht gut. Und deswegen müssen wir jetzt das Gain Staging machen. Das heißt, wir fahren die Eingangspegel, wir stellen die tatsächlichen Eingangspegel der einzelnen Spuren ein bisschen runter. Das heißt, ich gehe jetzt für die einzelnen Spuren einfach durch, ich schaue, welche sind mir ein bisschen zu laut und fahre die dann den Pegel runter. Wenn wir jetzt hier nochmal reingucken und ich schaue mir das an, dann sehe ich zum Beispiel hier, dass die Drum-Mics hier, dass die ein bisschen zu laut sind, ja. Hier klippt er schon, hier gehe ich einfach über Pegel runter. In vielen Plugins hast du da einfach ein Gain-Staging-Plugin und kannst das reingehen. Ich gehe jetzt einfach hier diese einzelnen Pegel durch der einzelnen Spuren und mache die leiser, sodass ich am Ende nicht mehr klippe. Gut, ich bin fertig. Und wenn ich jetzt nochmal hier die gleiche Stelle laufen lasse und wir achten hier auf den Master Fader, auf den Stereo Out, dann siehst du, es klippt nicht mehr und wir haben genügend Headroom und wir laufen jetzt nicht in Gefahr zu übersteuern. Kommen wir zum nächsten Schritt und das ist jetzt das Spurenmanagement. Zunächst mal geht es darum, die Spuren ordentlich anzuordnen. Wenn du ein neues Projekt öffnest, ist es meistens so, dass die Spuren alphabetisch angeordnet sind. Das heißt, es gibt hier nicht wirklich viel Sinn. Hier sind die Akustikgitarren, hier ist der Bass, dann kommen die Elektrikgitarren, die Vocals sind hier, hier ist die Snare, das Floor-Tom ist weiter oben. Also das ergibt nicht viel Sinn. Das heißt, ich ordne die Spuren jetzt logisch, Schlagzeug untereinander, Bassspuren untereinander und so weiter, dass sich hier ein Gesamtbild ergibt, das mir es einfach einfacher macht und mehr Überblick verschafft. Ich fange mal hier an, ich habe die Drums gerne ganz oben. Was hier schon lustig ist, es gibt keine Bassdrums, sondern es ist nur mit dem Floor-Tom geht es hier los. Dann kommt Snare-Bottom, dann kommt der Shaker, Tambourine, also arbeiten hier mit einer Percussion-Section. Und so arbeite ich mich jetzt hier weiter vor, dann kommt der Basston, das macht jeder ein bisschen anders, dann die Gitarren, bis ich hier ein logisches Bild habe, wo ich eine gute Übersicht habe.
Okay, ich habe die Spuren so sortiert, dass es für mich ein logisches Bild ergibt. Und wenn wir schon bei Bild sind, dann färbe ich sie jetzt auch gleich noch ein, und zwar nach Instrumentengruppen. So wird es nochmal übersichtlicher für mich. Das heißt, die Drums bekommen eine bestimmte Farbe, der Bass bekommt eine bestimmte Farbe und so weiter. Das richte ich hier unten im Mixer ein. Ich markiere also einfach meine ganzen Drumspuren, gebe denen eine bestimmte Farbe. Die mache ich meistens dunkler. Dann kommt der Bass, der wird ein bisschen heller. Hier sind meine Akustikgitarren, die habe ich gerne in einer anderen Farbe als jetzt zum Beispiel die elektrischen Gitarren. Und so arbeite ich mich jetzt auch weiter vor, um ein schönes, übersichtliches Bild zu bekommen. So, wenn wir jetzt reinschauen, sieht die Sache sowohl im Mixer als auch im Arrangement-Fenster, so nennt man das hier, schon wesentlich übersichtlicher aus. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, dass ich die Spuren umbenenne sinnvoll, aber da es hier nicht so ein großes Projekt ist, sehe ich eigentlich klar, was hier ist. Akustikgitarre Main, Akustikgitarre 2, dann haben wir hier elektrische Gitarre. Das ist für mich soweit klar, in diesem Fall muss ich es jetzt nicht unbedingt umbenennen. Was ich jetzt noch mache zur besseren Übersicht ist, ich schaue mir die Spuren einfach mal einzeln an und schaue, ob vielleicht eine Spur ein bisschen weniger zu tun hat als die anderen. Und dann schneide ich mir gleich die Stille raus. Zum Beispiel der Shaker, der spielt hier gar nicht. Das heißt, das kann ich mir hier rausschneiden. Hier lasse ich sie jetzt. Und es gibt bei größeren Projekten schon Instrumente, die gar nicht viel spielen. Hier spare ich es mir jetzt auch für den. Dann haben wir hier die Akustikgitarre. Hier könnte ich es zum Beispiel so machen, dass ich das hier beschneide. Das macht es auch beim Mischen nachher wirklich einfacher, um dann zu sehen, hey, wo spielt das Instrument auch? Und dann musst du nicht immer die ganze Zeit reinzoomen. Deswegen mache ich es eigentlich ganz gerne, um hier mein Projekt vorzubereiten. So, die spielen jetzt immer. Und die Solo-Gitarre hier, die spielt nicht besonders oft. Deswegen mache ich es hier auf jeden Fall. Also es kann nämlich auch sein, dass dieses Mikrofon früher einschalten und dann hast du irgendwelches Gerumpel drauf und musst dann später suchen, wo kommt das her. Und so mache ich das jetzt erstmal für alle Spuren durch. Gut, jetzt sind wir schon richtig weit fortgeschritten mit unserer Mix-Preparation. Und jetzt ist es Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Wir machen einen ersten Rough-Mix. Das heißt, wir machen uns mal mit dem Song vertraut, können schon ein bisschen reinhören. Und beim Rough-Mix lasse ich mir meistens nicht so viel Zeit. Das heißt, ich stelle jetzt einfach nur die Lautstärke-Verhältnisse grob ein, dass ich mal in den Song reinhören kann und mir einen ersten Überblick verschaffen kann. Das ist jetzt noch kein richtiges Mixing. Los geht's. Okay, mein Rough Mix ist fertig und es geht jetzt wirklich noch nicht ums Mixing. Es geht darum, einfach mal, dass ich mir ein Bild machen kann von diesem Song. Wie klingt der eigentlich? Um was geht's da eigentlich? Und jetzt hören wir den Song mal von vorne durch. Ich zeige dir so ein paar Ausschnitte, dass es nicht zu lang wird. Und dann machen wir uns mal gemeinsam ein Bild. Was ist das für ein Song? Was könnte man hier umarrangieren? Könnte man vielleicht Instrumente austauschen? Was hat der Song für Stärken, was hat er für Schwächen? Und dann können wir uns Notizen machen. Also ich fange mal hier jetzt an. Was denkst du, was hat der Song für Stärken und was hat er für Schwächen? Also was mir direkt auffällt, ist ihre Stimme, die finde ich ganz wunderbar. Wirklich ganz tolle Stimme. Ich mag solche poppigen Frauenstimmen. Also es ist etwas sehr Angenehmes. Das ist auf jeden Fall eine große Stärke. Die Backing Vocals sind auch sehr schön arrangiert. Insgesamt gefallen mir die Gitarren sehr gut. Sowohl die Akustikgitarren als auch die elektrischen Gitarren und das Keyboard, naja, ist ein bisschen dünn, können wir mal schauen, ob wir noch was machen können. Was sind jetzt die Schwächen? Was echt ein bisschen strange ist jetzt in diesem Arrangement, sind hier tatsächlich die Drums. Und zwar ist es nur Floor-Tom, Snare-Drum
ein bisschen Percussion und dann die Drum Mics. Und ich finde, das ist für den Song ein bisschen zu wenig. Wir können mal reinhören, das ist ein Grundgroove hier. Nee. Also ich höre da einfach ein richtiges Schlagzeug und mir fehlt hier auch ganz klar die Bassdrum. Mir fehlt der Groove in dem Song. Weil wenn wir jetzt mal hier reinhören und nehmen das, den Bass dazu, das ist nur ein Cello. Ja, und wenn wir das Gesamtkonzept jetzt hier mal anhören. Also es geht irgendwie, aber es rumpelt so ein bisschen unten hin, vor sich hin da unten. Und da höre ich jetzt einfach ein Drumset und eine richtige Drum-Bass-Formation, die dem Ganzen einen guten Groove gibt, weil es ist eigentlich ein geiler Song, der gefällt mir gut. So ein Singer-Songwriter-Genre, der gefällt mir richtig gut. Und ja, da möchte ich jetzt einfach ein bisschen mehr machen. Und das heißt, dass wenn wir jetzt morgen machen, morgen werden wir dann die Drums auswechseln. Das heißt, ich spiele die Drums neu ein und den Bass wahrscheinlich übermorgen. Und dann werden wir das Arrangement versuchen zu verbessern. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Was ist für dich jetzt hier besonders interessant gewesen? Was würdest du auswechseln an diesem Song? Was könntest du hier besser machen? Oder gefällt dir der Song vielleicht auch gar nicht? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Wenn du mehr über das Mixing wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine 12 wichtigsten Mixing-Tipps. Die kannst du dir unten im ersten Kommentar runterladen. Und morgen geht es dann weiter mit dem Drum-Recording. Da werden wir die Drums austauschen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Teil.